Okay. Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Heute mache ich einen größeren Kreis. Heute, 21. September 2024, ist Welt-ALS-Tag. Soweit ich weiß. Auf jeden Fall ist er an der Charité. Ja. Amyotrophe Lateralsklerose. Eine Krankheit, die die motorischen Neuronen des zentralen Nervensystems kaputt macht, und da gibt es noch nichts, was das heilen kann. Ist aber auf jeden Fall enorm abhängig von den Außenumgebungen. Also es hat eine enorme Tagesschwankung im Erscheinungsbild zum Beispiel. Also die Menschen werden immer weniger in der Lage, eben ihren Rumpf zu bewegen und zu schlucken zum Beispiel. Ja. Stephen Hawking ist der oder war der bekannteste Vertreter davon. Meine Frau hat das. Ja. Deswegen beschäftige ich mich damit. Aber es hat auch einen Zusammenhang zu dem, was wir hier machen. Es ist eine komplexe Krankheit. Also der Begründer der Neurologie an der Salpêterie in Paris, also eines der ersten Krankenhäuser überhaupt, der hat eben vor, weiß ich nicht, 100 noch was Jahren eben gesagt, das wird eins der schwierigsten, das wird am längsten dauern, das irgendwie in den Griff zu kriegen. So ist das auf jeden Fall so eine Art Königsdisziplin in diesem Fachbereich. Dann hatten wir Mr. Sapolsky schon, aus einem LPI-Artikel, der eben gesagt hat, das reicht nicht hier. Wir müssen Neurologie, Psychologie, Biophysik und so weiter. Also mehrere Fachdisziplinen zusammenbringen. Chronobiologie, hat er, glaube ich, gesagt. Mehrere Fachgebiete zusammenbringen, um überhaupt dieses Etwas Mensch beschreiben zu können. Das habe ich schon wieder vergessen, wie der Vertreter, wie der Fachbereich heißt. Also es ist quasi eine Fortentwicklung der Psychosomatik, aber eben mit wissenschaftlichen Methoden. Psychosomatik war auch schon mit wissenschaftlichen Methoden. Aber einen Schritt weiter. Und dieses ALS, man merkt, dass die Nachweise sind sehr viele so greifbare Faktoren, Giftstoffe und so weiter. Und nur dieser untere Bereich der Psychosomatik und dieser neuen Ausrichtung befassen sich damit, auch den psychologischen Faktoren mit einzubeziehen. Und man hat das in der Wissenschaft nicht so gerne, weil das ist so schwammig. Ich möchte als Wissenschaftler A macht B, Lösung, fertig, ne? Und reproduzierbar. Und das ist mit dem neuen Fachbereich ja recht neu, Psychologie, das ist sehr schwammig. Und deswegen trauen sie sich nicht dran, da gibt es eine richtige Grenze. Eine Psychosomatik auch. Also das war eine Zeit lang, das kann ich mich daran erinnern, war es quasi wie ein Schimpfwort. Ja. Das wird wohl psychosomatisch sein. Ja. Wenn man sitzt, deswegen passt das. Wenn man in Stille sitzt, dann merkt man bei sich,
wie Stress, darum geht es nämlich auch. Ich glaube, ich suche den Begriff gleich nochmal raus. Dass Stress wirklich körperliche Auswirkungen hat. Also insofern sind wir noch im wissenschaftlichen Bereich. Aber dass die innere Einstellung, da sind wir bei unserem stillen Sitzen, enorme Auswirkungen hat auf das, wie ich mich fühle. Meine Reaktion zu äußerem Stress. Das ist ja das, was man sagt, ne? Dass Meditation Resilience schafft. Also du bist nicht mehr so getrieben von äußeren Umständen. Ja, bist mehr in dir zu Hause. Deswegen machen wir das. Aber wir machen das auch, um über sich selber zu lernen, eben welche äußeren Einflüsse bewirken bei mir was, ja, körperlich und geistig. Und dann eine neue Art des Seins einzuüben, die mich flexibler mit meinen äußeren Einflüssen umgehen lässt. So viel dazu. Psychoneuroimmunologie, genau, Psychoneuroimmunologie, das ist der Fachbegriff für diesen relativ neuen Forschungsbereich, ne, interdisziplinär. Und man sieht bei dem ALS auch, das ist multikausal. Und dieses, ich glaube, ich habe, ne, Prozessphilosophie, Multikausalität, das sind alles Sachen, oh, das ist zu theoretisch, das wollen wir nicht. Und hier auf YouTube schon gar nicht, das ist uninteressant. Je mehr man über sich selber lernt, umso mehr merkt man, Mensch ist ein Prozess, multikausal in sich, außer sich mit der Umwelt und die Umwelt an sich, alles vernetzt, multikausal, schrecklich. Da komme ich mit dem, wenn ich dieses mache, was kriege ich dann? Überhaupt kein Stück voran. Und das ist das, was sowohl, ne, kommen wir zu unserem Tai Chi und Qigong, also bei Tai Chi ist es quasi sogar wirklich eins der Hauptsachen, bei Qigong und bei Yoga auch, das Umdrehen von, wie geht die Form, was kriege ich davon zu halt. Wie fühlt sich das an, wenn ich mich so bewege? Kann ich mich noch entspannter bewegen? Ja? Trotzdem mit einer Intention. Nicht ich mache Kriege, sondern ich habe die Intention, in diese Richtung mich zu entwickeln. Und diese Innenschau, dummes Wort, aber ist so eins, das passt, langsam immer mehr einzuüben, zu kultivieren. Wir sind damit nie fertig. Wie mit diesem stillen Sitzen. Machen wir trotzdem, nie fertig. Niemals endende Nichteinführung. Deswegen habe ich das so benannt. Über all diesen theoretischen lassen wir mal unseren Körper und unseren Geist langsam, wie sich das nun ergibt, von selber zur Ruhe kommen. Sind aufmerksam mit dem, was in euch ist. Auch gerne mal was außerhalb von euch ist, also was ihr da feststellt, Sonnenschein auf der Haut, Luftzug, Temperatur, Vögel oder was auch immer, kommt drauf an, wo ihr euch befindet.
Ich habe nur zurzeit einen wunderbaren Kameralüfter. In der Ferne leichtes Gepolter. Und mit dem sein, was da ist. Körperlich und geistig. Einfach anwesend. Erlauben, was da ist. Immer aufmerksamer, immer gelassener und schlussendlich darum von selber immer freundlicher. Mitzukriegen, wie sich das anfühlt. Bis der Körper da bleibt, wie er da atmet. Langsam den Griff löst, irgendwas erreichen zu wollen, irgendwas erreichen zu müssen. Einfach in diesem Moment sein mit voller Aufmerksamkeit. Gelassen, weil es da nichts zu erreichen gibt. Freundlich, weil der Freundlichkeit so nichts mehr im Wege steht. Grundlose Zufriedenheit. Mit dem Atem, wie er da stattfindet. Ja, zum Anfang, wenn der Geist wandert und du das mitkriegst, dann komm wieder zurück zum Atem. Auf lange Sicht, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, kommt die Aufmerksamkeit von selber zurück. Und bleibt dann auch beim Atem von selber. Und wenn ihr länger so sitzt, die Aufmerksamkeit lange beim Atem bleibt, der Atem immer feiner wird, dann kann ganz spät irgendwann ein leichtes Glücksgefühl entstehen. Das geht dann noch weiter. Aber dieses Glücksgefühl, das ist das, was wir erstmal kultivieren. Noch zwei, drei Atemzüge langsam
Und dann die Frage, wie geht es mir jetzt ohne eine Antwort? Ihr lernt in dieser Pause über die Jahre. Und dann öffnet langsam wieder eure Augen. Und wenn ihr euch dann auch langsam damit beschäftigt, eben was sind die Bedingungen, dass es mir in dieser kurzen, selbstgemachten Pause, diesem stillen Sitzen, öfter besser geht. Wie verhält sich mein Körper und mein Geist, wenn er das und das vorher erlebt hat? Und diese Erfahrung, wie ich das betrachte, auch im Alltag dann kultiviert, dann kriegt ihr so eine dauerhafte, erhöhte, freundliche, aufmerksame Gelassenheit durch den ganzen Tag und ihr merkt, dass ihr effektiver werdet, das Sitzen besser klappt, ihr besser schlaft, euch nicht mehr so viel aus dem Gleichgewicht bringt. Okay, ich schau mal.